Ja, ist denn das zu fassen? Da fehlt mir tatsächlich immer noch eine goldene Skulptur in Zoras Reich. Und ich glaube, ich weiß auch welche. Deswegen willkommen jetzt wieder zurück auf der Jagd nach den letzten goldenen Skulpturas. Mir fehlen nicht mehr viele. Und deswegen will ich mir die jetzt noch holen, bevor es wieder mit der Story weitergeht. Weil eigentlich müsste ich ja jetzt in die Zitadelle der Zeit zurück, weil dort jemand auf mich wartet. Weil wir jetzt alle Tempel geschafft haben. Und dennoch, ein paar Kleinigkeiten möchte ich noch vorher erledigen, bevor wir das tun. Und es gibt jetzt tatsächlich noch eine zweite goldene Skulptur am Zorafluss beim Erwachsenen Link. Und die habe ich irgendwie übersehen. Zugegeben, ich hätte die andere auch fast nicht gefunden. Weil die so weit oben sitzen. Das ist so. Naja, die war nämlich genau gegenüber von da. Die war da oben an der Klippe, da oben an der Wand war die dran. Natürlich nur nachts. Und die andere ist auch irgendwo ziemlich weit oben versteckt. Dieses Mistvieh. Müsste irgendwo hier sein. Irgendwo da drüben. Da, wo man als Kind nur mit dem Huhn hin kann. Irgendwo da. Und da habe ich letztens irgendwie nicht geguckt. Deswegen schauen wir hier gleich mal. So. Mal schauen. Schnell, 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 bevor wieder die Sonne aufgeht. Hä? Ach Mensch, wo ist die denn jetzt? Ach, da drüben! Was machst du denn da? Fiesmann. So, Leute, jetzt hier Karte. Zoras Reich, alle goldenen Skulpturas. Gokiribald, alle goldenen Skulpturas. Genauso in den verlorenen Wäldern, genauso in Kakariko, genauso am Todesberg, genauso in der Ebene von Hyrule, genauso am Hylia-See, im Gerudo-Tal, in der Gerudo-Festung und auch in der Gespensterwüste. Fehlt jetzt eigentlich nur noch mal zwei Gebiete, nämlich die Lonlon Farm und der Marktplatz. Weil insgesamt habe ich jetzt 96 und ich glaube, ich weiß auch noch, wo noch ein weiteres Spinnchen fehlt, ein weiteres Spinnlein. Ich war noch nicht. Autsch. Ich breche mir wieder beide Beine. Ich war nämlich noch nicht wieder in Dodongos Höhle, glaube ich, drin als Erwachsener. Und deswegen werde ich da auch nochmal ganz kurz hinschauen. Aber da gehe ich jetzt zu Fuß, weil da bin ich jetzt eh. Jetzt hier mit. Ist auch völlig egal. Oh, Leute, da muss ich immer noch diese dämlichen Nachtschwärmer fangen. Ich habe so keinen Bock auf diese Dinger. Ich bin ja froh, dass es nur 10 sind, aber das ist trotzdem immer noch eine Menge, weil die sind ja nicht so angenehm. Diese Gesellen, ja, diese Geister, diese ganz besonderen Typis. Das alles nur für unsere vierte leere Flasche, das ist so bescheuert. Aber das ist irgendwie in jedem Zelda so. Eine Flasche kriegst du immer total umständlich. In jedem Zelda, ich meine, gut, in Breath of the Wild gibt es ja nicht mal Flaschen, aber in jedem anderen Zelda, wo es eben Flaschen gibt, es gibt immer eine leere Flasche, die du nur ganz, ganz umständlich und mega beschissen bekommst, irgendwie so. Und hier ist es halt eben die für die 10 Nachtschwärme, die wir als Erwachsener fangen müssen in der Steppe. So, ah ja, genau. Also wie gesagt, erstmal kurz zu Dodongos Höhle. Das dürfte auch nicht lange dauern, weil die relativ, ja, die ist nicht so tief drin in der Höhle. Aber wir brauchen halt die Vogelscheuchen-Polka und deswegen müssen wir da als Erwachsener echt nochmal rein. Das ist ja auch der einzige von den drei Kinder-Dungeons, wo der Erwachsene-Link überhaupt noch rein kann. Weil der Dekobomb ist ja tot und als Erwachsener aber irgendwie nicht mehr zugänglich und Lord Yabu Yabu ist ja einfach verschwunden. Da weiß man auch nicht wirklich warum. Also vielleicht hat Gandalf den getötet oder ist der erfroren und keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Deswegen schon wieder zwei. Warum? Ah, blöder Felsen, sieht doch voll kacke aus hier. So, jetzt habe ich gleich die Gewissheit-Karte. Ja, tatsächlich. Ich wusste es. Hier war ich echt nicht nochmal als Erwachsener drin. So, ich muss nämlich da drüben hin. Oh, Mano. Wow. Ist klar. Juhu. Guckt den euch an hier. Der dreht ihr hier komplett durch, der Strahlzyklop. Was geht mit dir? Alter. Dann auch noch viel zu laut. So, das ist nämlich gleich hier in diesem Gang. So. Jetzt ein Baby, du Dongus, können wir mal abkratzen, weil die super nervig sind. So, Schnauze. Böse Babys. Aber Hauptsache, die explodieren gleich mal. So, Navi fliegt auch schon da oben rauf, deswegen. Ja, natürlich. Mann, hör mich gefälligst, du Vogelscheuchentrottel. Also, hast du beim ersten Mal nicht richtig hingehört, was? So, und guck mal, hier oben die ganze Zeit. Beach! Was machst du hier? So, und jetzt ist Dodongos Höhle auch clean. Die ist, glaube ich, sogar, wenn man als Kind hier drin ist, ist die zwar auch die ganze Zeit da, aber du kommst halt nicht ran. Weil du die Vogelscheuche brauchst und das geht ja nur als Erwachsener, weil der junge Link ja den Enterhaken gar nicht benutzen kann. So. Jetzt habe ich aber wirklich in allen Dungeons und in allen Tempeln alle goldenen Skulpturen geholt. Und insgesamt habe ich jetzt 97. Und das... Das stimmt schon. Das ist sogar gut, das jetzt zu wissen. Denn, ja, liebe Leute, denn auf der Lolo und Farm fehlen mir noch genau zwei goldene Skulpturen. Für beide brauche ich den Boomerang und den hatte ich damals bei meinem ersten Besuch noch nicht. Und ich bin dann halt, als ich ihn hatte, einfach scheinbar noch nicht nochmal wieder zurückgegangen als Kind, um mir die zu holen. Allerdings, ja, muss ich als Erwachsener auch nochmal dahin. Und zwar nachdem man Epona hat. Und habe ich ja. Kann ich nämlich, sobald ich Epona gerettet habe und dann nochmal dahin gehe, noch ein besonderes Minispiel machen. Und wenn ich das gewinne, kriege ich sogar noch was. Und das möchte ich jetzt mal gerne machen, weil das gehört zu 100% für mich auch dazu. Und deswegen ist es gut, dass Epona gerade hier ist. So, mein Mädchen, alle hopp. Dann besuchen wir mal wieder die Farm, wo du geboren wurdest. Höchstwahrscheinlich, ne? So. Für die, die es nicht wissen, Epona ist übrigens der Name einer, ich glaube, germanischen oder nordischen Pferdegottheit. Irgendwie so ganz komisch, daher kommt der Name. So. Es muss aber noch Tag sein. Deswegen wollen wir ganz kurz hier warten und dann mache ich nochmal mit der Hymne der Sonne. So, hier zum Beispiel, dieser Baum hier ist zum Beispiel schon mal so eine Stelle, wo so ein Nachtschwärmer auftauchen kann, wenn man da dazwischen durchreitet. Tauchen die ja dann einfach vor einem auf. Also, jetzt, erstmal hier eine kleine Änderung. Basil ist jetzt nicht mehr so ein fieser Sack. Hallo, wie geht es dir? Tut mir leid, wenn ich in letzter Zeit etwas merkwürdig war. Fühle ich mich hier wie zu Hause. Ja, jetzt ist er auf einmal scheiß freundlich zu uns, nachdem wir Epona, befreit haben. Jetzt bildet er sich nicht mehr irgendwie was drauf ein, vor allem... Ich glaube, das geht auch erst, wenn man die Tauschquest gestartet hat. Wenn Talon wenigstens aufgewacht ist, geht der ja wieder zur Farm zurück. Und jetzt ist auch Marlon hier.
als Erwachsene vor allem. Guckt sie euch an, wie hübsch sie geworden ist. Und die spreche ich jetzt natürlich an. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich weiß nicht einmal deinen Namen. Sagst du ihn mir? Wirklich? Link? Hab ich's doch gewusst. Du bist der Fening aus dem Wald. Es war vor vielen Jahren. Erinnerst du dich an mich? Tatsächlich? Ich dachte mir schon, dass du es bist. Epona hat dich gleich wiedererkannt. Oh, ich musste etwas über Basil erzählen. Er hatte Angst, dass Gandalf dahinter kommen würde, dass er Epona gehen ließ. Diese Furcht hat es ihm an einen anderen Menschen gemacht. Nun ist er wieder so wie früher. Endlich ist es hier wieder friedlich. Ist das nicht schön? Das haben wir alles nur dir zu verdanken. Wir stehen tief in deiner Schuld. Vielen Dank, Link. So, jetzt quatsche ich sie nochmal an. Epona sieht prächtig aus. Es scheint dir gelungen zu sein, sie zu zähmen. Warum versuchst du dich nicht mit Epona an dem Hindernisparcours? Du musst 2 Runden reiten und darfst dabei kein Hindernis auslassen. Das ist eine große Herausforderung. Wie sieht's aus? Möchtest du versuchen? Ja, mache ich. Hoffentlich schaffe ich das beim ersten Mal. Ich habe das schon ewig lang nicht mehr gemacht. Der bisherige Rekord beträgt 50 Sekunden. Brichst du eine hältst du mein Geschwader? Ich muss das in 49 Sekunden schaffen. Das wird übel. Let's go. Also streng dich an und gib alles. Es geht los. So. Also. Es geht wirklich hier darum, überall drüber zu springen. Darf keins auslassen. Die ganz niedrigen, da kommt der Pony ja auch so drüber. Hier. Aber die etwas höheren, muss man gucken, dass man ordentlich Gas gibt. Und der Winkel, wie man auf diese Hindernisse zureitet, darf auch, glaube ich, nicht zu spitz sein. Und das war schon wieder Fail. Du, das, warum? Epona, warum? Genau das habe ich gemeint, bitte. Wiederholung. Warum hat das jetzt nicht geklappt, Leute? Warum nicht? Das kann ich jetzt schon vergessen. So eine Scheiße. So, ja, eine Runde noch. Ich will aber nicht mehr. Das gilt doch noch nicht, weil dieses Pferd manchmal zu blöd ist, um hier drüber zu springen. Was zum Fick nochmal? Was sollte das? Alter, du kommst in die Semmel. Und richtiger Leberkäse. Alter, what the fuck, Epona? 1:07. Ja, weil die einmal gebockt hat. Wow, nicht schlecht. Deine Zeit war 1:07. Epona, du bist ein gutes Team. Ja, aber das war trotzdem scheiße. Ich will nochmal. Das gilt nicht. Wiederholung. So, ja, 2 Runden. So, das muss jetzt klappen hier, verdammt. Das war ja so klar, dass du beim ersten Mal nicht hinhaut. Beach, reite. Da, wo ich es gerade eben erklären wollte, hat sie schon den Fehler gemacht. Also wenn man zu spitz auf ein Ziel zureitet, irgendwie wenn der Winkel zu steil ist, dann bockt Epona rum und dann macht die nichts. Ja, und natürlich muss man auch schnell genug sein, also davor immer schön eine Karotte verfüttern. So, jetzt hat's geklappt. Was soll denn der Quatsch? So. Jetzt kommt's aber noch darauf an, dass ich's auch noch ein zweites Mal schaffe. Also, dass es auch von der Zeit her klappt. Das ist jetzt sehr wichtig. Komm. Ja, das könnte knapp werden, Leute. Shit. Oh, 50 Sekunden genau. Willst du mich verarschen? Ey, komm, wegen einer Sekunde? Wow, nicht schlecht. 50 Sekunden. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich muss wirklich 49 Sekunden schaffen. Bitch, was soll das? Dummes Minispiel, dumm. Ey, wegen einer Sekunde, du willst mich verarschen. Das gibt's nicht. Mann, scheiß Spiel. Das habe ich schon immer gehasst. Beweg deinen Arsch, du blödes Vieh. Sonst kommst du in die Leberkäse-Semmel hier. Pferdeleberkäse, du weißt schon. Weißt du Bescheid? So, hier. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist so eine Scheiße. Da muss man echt Gas geben immer dazwischen, weil sonst geht sich von der Zeit einfach nicht aus. So, ja, ich weiß, eine Runde noch. Halt die Klappe. Ich muss mich hier konzentrieren. Du darfst hier echt keinen Fehler machen. So, komm jetzt, gib Gas.
Yeah! 49 Sekunden, was sagst du jetzt? Na endlich! Beim dritten Versuch! Du hast es geschafft! 49 Sekunden ist neuer Parcours-Rekord! Für diese herausragende Leistung gebührt dir eine Belohnung! Mein Präsent ist ein bisschen zu unhandlich, um es dir hier geben zu können, deshalb habe ich es dir direkt in dein Haus liefern lassen. Ja, ist jetzt ein bisschen seltsam. Direkt ins Haus geliefert, ne? Frei Haus, irgendwie die Lieferung. Jetzt fragen sie natürlich, was haben wir gewonnen? Tja, wenn ihr wüsstet. Boah, ey, dritter Versuch, wie peinlich ist das denn? Ja, ich habe es einfach zu lange nicht mehr gemacht, dieses Minispiel. Habt ihr gesehen, da muss man echt... Ich glaube, man kann es auch wirklich nur mit genau 49 Sekunden schaffen. Noch schneller geht das schon kaum mehr. Alter. So. Deswegen ganz kurz zeige ich euch noch, was wir hier gewonnen haben. Weil dazu müssen wir als Erwachsene in unser Haus im Kokiri-Wald. Und dann... Das ist so abgrundtief bescheuert irgendwie schon fast, wie die Entwickler mal wieder auf so eine Idee kamen. Weil als ich das allererste Mal noch auf der N64, als ich das da mal gemacht habe, und da habe ich wahrscheinlich ewig gebraucht, das mal zu schaffen, als ich das dann jetzt hier gesehen habe, da dachte ich mir auch, das ist nicht wahr, oder? So, jetzt passt mal auf. Wir haben eine eigene Kuh. Ich möchte nicht wissen, wie es geschafft haben, die überhaupt hier reinzubringen, wie die Leiter raufgetragen haben und hier durch die Tür gequetscht haben. Wir haben jetzt unsere eigene Kuh. Was ist das für eine eigenartige Belohnung? Ich meine, ja, deswegen auch die Aussage, das Präsent ist ein bisschen zu unhandlich, um es direkt zu überreichen und ja, sie hat es liefern lassen. Das ist auch geil. Das heißt, wir können uns jetzt quasi immer unendlich gratis Milch holen, weil wenn wir dieser Kuh eben, solange wir eine leere Flasche mindestens haben, wenn wir der Kuh eben Epones Lied vorspielen, gibt sie ja Milch. Und das ist, glaube ich, der einzige Sinn und Zweck dieser Kuh. Aber die steht ja jetzt hier die ganze Zeit rum. Also irgendwann wird sie wahrscheinlich Link die ganze Bude zuscheißen. Da wird er keine Freude damit haben. Ich mach das nicht weg. So, hier haben wir noch unsere Statistiktafel. Bestleistungen von links. Kultursymbole 97. Größter Fang 74 cm. Ach ja, wir haben ja auch immer kein Marathon gemacht. Stimmt, obwohl das ja überhaupt keine Belohnung bringt. Bestzeit bei Pferderen 49 Sekunden. Bogenschießen 1570 Punkte. Der Marathon, Leute, ey, der Marathon. Dafür hätten wir sogar noch Zeit in dem Part. Ey, der Marathon ist auch so bescheuert, den kannst du gar nicht gewinnen. Deswegen frage ich mich auch, warum es den überhaupt gibt. Dazu müssen wir ins Gerudo-Tal. Als Erwachsener natürlich. Eh klar. Ja komm, das können wir ja noch machen. Mir fehlen jetzt, wie gesagt, auch nur noch mehr zwei Herzteile, aber dazu muss ich leider noch einmal ein Kind werden. Weil da muss ich zu den Fröschen am Zorrafluss, und die sind ja nur da, wenn man ein Kind ist. Also Erwachsene sind die, warum auch immer, nicht da. Also, dieser Marathon hier, dazu müssen wir in das Zelt im Gerudo-Tal hinter der Gerudo-Brücke, da wo die Zimmermänner eigentlich dann jetzt wieder sein müssen, weil wir die ja gerettet haben. Aus der Festung haben wir die ja befreit. Müssen die jetzt alle da sein, aber da ist halt noch jemand anderer. Und mit dem können wir ein Rennen machen. Das Lustige ist, bei dem Rennen ist es sogar scheißegal, ob ich das jetzt zu Fuß mache oder mit Epona. Ist, glaube ich, scheißegal. Ist beides erlaubt. Aber, ja, sagen wir mal, der komplette Teil, damit das auch in der Statistik mal mit drin ist, zeige ich euch das mal. Das ist so bescheuert, du kannst das eigentlich nicht, du kannst den Typen nämlich nicht besiegen. Der ist immer vor dir am Ziel, immer. Das ist so programmiert, Leute, das ist jetzt kein Witz. Das war schon immer so. Deswegen verstehe ich Sinn und Zweck eigentlich überhaupt nicht von diesem Minispiel, wenn man so will. So, hier, dieses Zelt, ne?
Da war ich eigentlich auch noch nie drin, weil es bis jetzt nicht wirklich notwendig war. So, na, ist alles cool. Hey, ich habe gehört, dass du meine Leute gerade aus der Skiglassung über die Brücke repariert. Schau her, ist sie nicht toll? Meine Arbeiter sind ziemlich weich, aber wenn sie gemeinsam zu lang ist, ist ein Job so schnell erledigt. Naja, wir waren ja auch zu viert. Na, hier, jetzt haben sie ja die Brücke repariert, ist ja super. Also es ist halt echt ein bisschen schade, das Kind kommst du ja überhaupt nicht rein. In die Gerudo-Festung, weil hier ist ja dann schon Schluss, da ist hier so ein Tor, seht ihr, das ist hier auch gar nicht mehr da, aber das Kind eben schon, eine Wache steht davor und so und auch mit dem Huhn kommst du nicht rüber und so. Vor allem, du hättest ja auch gar keinen Gerudo-Pass, das ist das völlig egal, die würde dich so und so rausschmeißen, selbst wenn man es irgendwie schaffen sollte, sich rüber zu glitschen, kommt man da wahrscheinlich sowieso nicht weit. So. Gut. Also, dann schauen wir noch ganz kurz, dafür ist jetzt noch Zeit und dann kann ich den Part auch wieder beenden, ne? Epona, beruhig dich. Chill mal. So, seht ihr, da sind die vier, die jetzt ja auf dem 3DS leider nicht mehr wie die Beatles heißen, voll schade. Und dann, ja, wen haben wir denn da? Das ist der Typ, der die Hasenohren haben wollte. Hallöchen. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echten Sportsgeist zu finden. Ob Mensch oder Tier, ich habe alle Herausforderungen geschlagen. Du siehst sportlich aus und hast wohl auch den nötigen Biss. Da jetzt die Brücke über den Abgrund repariert wurde, suche ich eine Herausforderung für einen Marathon. Ja, das ist nämlich vor allem noch die Bedingung. Vorher kann man das gar nicht machen. Wenn die Brücke nicht repariert ist, kann man diesen Marathon gar nicht beginnen. Also musste man sowieso die Zimmermänner erstmal befreien. Die Bestzeit von hier zur Brücke nach Kukiri war 2 Minuten 38. Das ist mein Rekord. Willst du versuchen, diesen Rekord zu brechen? Na klar. Ausgezeichnet. Also, du fängst an. Ich gebe dir sogar Vorsprung. Los geht's. Ja, ich gebe mir sogar Vorsprung. So, deswegen rauf auf Epona. Und losgeritten. Das ist erlaubt, ja? Das ist erlaubt. Es ist kein Schummeln, wenn man Epona dazu benutzt. Sonst kann man es, glaube ich, auch gar nicht mal wirklich innerhalb der Zeit realistisch schaffen. Also wir müssen jetzt tatsächlich von hier bis zur Brücke im Kokiri-Wald reiten. Also da, wo man das Kind sich von Sale verabschiedet hat und die Feenokarine bekommen hat. Da müssen wir jetzt hin. Und eben so schnell wie möglich. Und das Witzige ist, obwohl uns der Typ einen Vorsprung gegeben hat, ist dieser Typi trotz alledem vor uns da. Und zwar immer, egal wie schnell wir auch sein werden, der ist immer vor uns da. Und ich weiß nicht wieso, was da überhaupt der Sinn ist, dass der vor uns da ist. Das ist einfach, es ist Schwachsinn. Och Mensch, Epona, ey, die ist schon wieder zu dumm zum Scheißen. Dann geh doch da drüben lang. Ich dachte, die kommt über den kleinen Zaun drüber. Nö, kommt sie natürlich nicht. Mann, was ist los mit dir, Mädchen? Doch, du bist das beste Pferd der Welt. Also, enttäusch mich gefälligst nicht. So, so innerhalb der Zeit schaffen wir das ja locker. Er sagte 2 Minuten 38, ich bin schon da. So, absteigen bitte. Oh, und ich bin schon da. Na guck mal, der ist auch schon hier. Was? What the fuck? Wow, das war sehr gut. Doch, du hast mich noch nicht geschlagen, denn deine Bestzeit war 1 Minute 23, aber ich war eine Sekunde schneller. Ja, natürlich. Ist klar, natürlich. Versuch es irgendwann noch einmal. Mach's mal gut. So. Und da ist er auch schon wieder weg. Ja, natürlich. Einfach so. What the actual fuck just happened? Das ist so... Es ist aber sowas von Schwachsinn. Wie gesagt, der Typ ist immer eine Sekunde schneller als ihr. Und ihr könnt da auch gar nichts gewinnen. Das ist völlig egal, wie schnell ihr da seid. Er gibt euch keine Belohnung. Und ihr werdet niemals schneller sein als er. Das ist nicht möglich. Also das Spiel ist so, der Typ ist so programmiert, dass er immer vor euch im Ziel ist. Deswegen verstehe ich eigentlich den Sinn und Zweck dahinter überhaupt nicht, was das bringen soll. Aber ist halt eben im Spiel so drin. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. So, hier. Bestzeit beim Marathon 1 Minute 23, Bestzeit beim Pferderennen 49 Sekunden, Bogenschießen 1570 Punkte. Und übrigens, hier bei dem Bett können wir auch noch was machen als Erwachsener. Was auch nur auf dem 3DS geht, aber das machen wir später, ja? Das machen wir wirklich ganz zum Schluss erst. Und Alter, die Kuh hat gefurzt, ich muss hier raus. So.
Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und möchte mich gerne verabschieden. Im nächsten Part gehen wir dann wirklich zur Zitadelle der Zeit, weil ich kann jetzt gar nichts mehr tun. Für die letzten, für zwei Skulpturas muss ich nochmal ein Kind werden und für die letzten beiden Herzteile auch. Also so oder so komme ich nicht darum rum, noch einmal kurz das Masterschwert zurückzustecken in den Stein. Aber das ist wenigstens nur was ganz, ganz Kurzes. Ja? Und dann habe ich als junger Link wirklich alles erledigt, was es gibt. Und die eine allerletzte, hundertste Skulptur, die finden wir dann beim Schloss als Erwachsener. Deswegen habe ich mir die auch bewusst bis zum Schluss aufgehoben, damit ich da nicht irgendwie eine andere noch irgendwie verpasse. Ja, jemand wartet in der Zitadelle der Zeit auf uns. Ist es deine Mutter? Ach nee, die ist ja tot. Verdammt. Na gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.